Machen wir dein Handy kurz ein. Bist du schon? Ich bin schon. Nee, bin ich? Warte. Ja, Naschli. Oh. Naschli ist live. So. Hier geht's los. Ja, super, Silke. Jetzt machen wir ein gegenseitiges Video. Wir können es ja mal so machen. Ja. Wir zeigen uns immer nur gegenseitig. Auf meinem Account. Das ist witzig. Und wer, dich? Und wer näht dann? Auf mein mich. Und wer näht dann? Ach, ach so. Die Luna. Luna ist heute auch mit dabei. Hallo Luna. Genau. Die hat Luna näht und wir zeigen uns gegenseitig. Mal gucken, ob er da was dabei rauskommt. Ob das ein Kleid wird. Wahrscheinlich eher Luna. Für Luna. Genau. Luna, du musst dich jetzt zurückziehen. Wir müssen jetzt hier nähen. Ah, die war doch jetzt ganz lieb. Ja. Hm? Das ist ja nur, weil man ihren Namen nennt. Luna. Guck mal, die geht immer unter dein Kleid. Ja. Platz. Du, vielleicht ist da was. Wir sind heute zu dritt, Leute. Wir haben noch die Luna mit an Bord. Die wollen unbedingt mit heute Mittag. Und dann heißt er, komm, dann geh halt mit. Ja. Hallihallo. Schön, dass ihr da seid. Wir nähen heute wieder. Jo. Was nähen wir denn? Und die Verbindung ist schon wieder schwach. Ihr seht mal wieder hier unsere tolle Konstruktion, das Bügelholz dient als Handyhalterung, dass wir nachher gleich die Handys übereinander hier. Vor allem verstehe ich auch nicht. Hier so mit Klett, ja, ankletten können. Ich verstehe auch nicht, warum wir immer noch dieses schwere Bügelholz hier benutzen und uns nicht mal was Leichteres geholt haben. Weil ihr glaubt schon, dass der Arm hier ganz schön schwer wird, wenn man dieses schwere Bügelholz mit dem Handy, mit zwei Handys noch hält. Ich sag dir immer, wenn du keine Lösung dafür findest, ja, genau, dann ist der das Leid noch nicht groß genug. Ja, eben. Ja, ich will ja auch keine Wackelarme bekommen, weißt du? Ich komme ja jetzt in das Alter, da kriege ich die Winkelarme. Kennt ihr die? Guck, deswegen habe ich auch immer gern Ärmel an meinen Kleidern. Okay. Naja, wie viel Luft habe ich noch? Ja. Du hast noch ein paar Jahre. Ja. 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 Ja, aber dafür haben wir doch ein schönes Kleid entworfen. Überleg, 8 Jahre hast du. 8 Jahre habe ich noch. Ja. Hast du jetzt gerade gerechnet? Ja, ich habe gerade überlegt. Okay. Ja. Dass du mein Alter so gut kennst. Siehst du mal. Also. Warte mal, ich mache euch nochmal richtig. Ja, aber die Karo ist ja super dann für deine Arme, oder? Die Karo ist super für meine Arme. Valentine hast du dann eher eine Jacke drüber, oder was? Da ziehst du die Jeansjacke drüber. Aber bei dem Wetter, entschuldige bitte, du gehst naja, dann auch im Bikini am Strand, ja, oder? Das ist ja auch immer nur, ich brauche immer eine Zeit im Sommer, bis ich mich wieder akzeptiere. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon kennt. Ich brauche immer eine Zeit, bis ich denke, okay, ich kann meine Beine auch in der kurzen Hose zeigen. Was ja, so jetzt reden wir schon über Arme, ja, als über nächstes Beine. Über Beine. So geht's ja. Ja. Mir geht's ja nur immer darum, über die ganz kurzen hier. Aber egal, ich habe ja noch eine Jeans drunter, guck mal. Egal, wir sind ja heute dafür da. Genau. Dafür sind wir zusammengekommen. Ja, koppel uns mal zusammen. Ja, okay. Bapp. Bapp. So. Also, wir nähen heute Abend unsere Karo. Ja. Ja. Und ich sag ja immer Cora, weil eine Freundin von mir heißt Cora. Also, ganz schlimm. Ich muss mich immer konzentrieren bei dem Namen. Ja, aber Karo. Du sagst sowieso so oft Dinge durcheinander. Anders als, ja, ja, durcheinander. Das ist ganz schlimm. Ja, das ist genauso wie ob das heute daran, haben wir noch gar nicht damit ob das gestartet. Daran liegt. Mit was? Mit meinen Haaren? Ja. Naja, doch, bin ich zufrieden mit meinen Haaren. Es geht wieder. Ja, die können jetzt uns gar nicht sehen. Hm? Genau, hast du gehört, wir sollen als nächstes, ich lese hier gerade, ich kann nicht doppelt. Wir sollen als nächstes einen Hosenschnitt machen. Genau, aber keine kurze Hose halt, sondern eine lange Hose. Wegen meinen Beinen, weißt du? Oder eine kurze Hose, in der du dich wohlfühlst. Ja, nee, ich bin ja jetzt wieder soweit. Ich ziehe ja kurze Hosen an. Ach ja, dann. Also ich brauche nur immer ein paar Wochen. Ja. Und dann ist der Sommer als schon wieder vorbei, bis ich mich dran gewöhnt habe, dass ich kurze Hosen anziehe. Okay, Silke, hast du alles vorbereitet? Ich habe alles vorbereitet. Ihr habt es ja schon in der Story gesehen, was ich heute alles schon wieder gemacht habe.
Ich habe also vorbereitet und habe einmal bebügelt, hier hinten mit Flieseline, und habe alles versäubert. Alle Schnittteile. Alle Schnittteile, genau. Wobei uns ist jetzt gerade aufgefallen, dass wir, glaube ich, unten den Abschluss vielleicht anders gestalten wollen. Jetzt ist er versäubert. Ah, vielleicht schneiden wir das nochmal ab. Ja. Dann wird es ein bisschen kürzer, aber das haben wir noch. Den Spiel haben wir noch. Genau. Ich lege hier nochmal hin, warum der Schnitt Karo heißt, ne? Und nicht Cora. Genau. Das ist ein, ja, eine Raute, würde ich sagen, ne? Aber Synonym dafür ist natürlich die Karo. Genau. Oder das Karo. Das, ja. Das Karo. Genau. Ja. Ja. Ja, genau. Deswegen. Und das kommt hier so seitlich rein. Und das kann man wunderbar auch farblich absetzen. Silke hat es jetzt diesmal ganz schön. Na, diesmal nicht, aber ihr habt es schon. Ich habe also bis jetzt jedes. Nein, ein Kleid habe ich nicht abgesetzt. Alle anderen Kleider. Genau, da habe ich zum Beispiel eine alte Jeans verwendet. Ja. Also ich habe auch immer wirklich oder ein Stück Jersey verwendet bei meinen Jersey-Kleidern. Das ist wirklich meine zweite Karo, die ich wirklich Uni mache. Und mir hat der Beige-Ton, das hat mir einfach so gut gefallen. Und das, ich habe keinen Stoff dazu gefunden, den ich, der mir jetzt so auf Anhieb gefallen hat. Und deswegen habe ich das so gemacht. Super. Genau. Du könntest noch umdrehen. Nee, will ich nicht. Ich will den so. Ihr wisst ja, ihr könnt jederzeit Fragen stellen. Also wir gucken immer wieder da mit dazu und würden jetzt mal anfangen. Wir haben uns die Nähmaschinen gerichtet, die Overlock, die wir nachher für meinen Rollsaum verwenden als Abschluss. Und hier, die haben wir jetzt wieder ausgemacht, haben wir unsere Maschine mit weißem Faden und der passenden Nadel. Kommt auf euren Stoff drauf an, was ihr da nehmt, also wenn ihr Jersey-Nadel, die Nadja schwört ja auf unsere quasi Overlock-Nadeln, der Hersteller, die Super Stretch, die unser Elna-Hersteller, unseren Overlock-Hersteller, für die, ich muss mal so halten, so seht es ihr alle, empfiehlt, ja, das ist der Nadja ihre Lieblingsnadel, die nimmt sie für alles. Fast alles. Fast das alles. Gar nicht, aber es ist für schwierige Geschichten und der ist jetzt für mich. Genau. Es ist wirklich eine gute Nadel für die allermeisten Projekte. Ja, was ja. Ist los? Mein Account steht wieder. Jetzt bist du wieder da. Okay, wackelt's wieder, ja? Mhm. Mhm. Komischerweise deins nicht. Mal bei mir stehst du jetzt schon wieder. Ja, es kommt, dann laden wir einfach nachher der Nadja ihr Video hoch und nicht meins. Jetzt bist du wieder. Aber wir machen einfach weiter. Also es sind immer mal kurze Wackler drin. Stört euch nicht dran. Wir kommen dann wieder. Wir sind auf jeden Fall da. Wir sind auf jeden Fall da. Und wir legen los. Wir legen los mit dem... Der Linie einzeichnen, ne? Genau. Hast du noch ein Lineal für mich? Oh ja. Warte mal, halt mal fest. Jetzt entschwindet sie mal eben und holt. Da drüben seht ihr den Verkaufsraum. Sie kommt. So. Ja, genau. Wir verbinden die zwei Eckpunkte, wo unser Karo nachher reinkommt. Die verbinden wir mit einer Linie. Warum machen wir das? Wir machen es aus dem Grund, weil wir nachher da kräuseln. Wie auch immer ihr kräuselt. Verschiedene Methoden. Ihr könnt es, so wie ich es gerne möchte, mit dem Kräuselband nachher kräuseln, hier an der Stelle. Ihr könnt es mit einem Gummiband und einem Zickzack machen. Genau. Ja, also einfach das Gummiband mit einem Zickzackstich ganz groß stellen und dann gucken, dass ihr das Gummiband nicht erwischt und drüber. Genau. So könnt ihr es machen. Ihr könnt es mit einem Tunnel machen. Genau. Ja, wenn ihr euch einfach von dem gleichen Stoff oder von einem Schrägband hier hinten, dann habt ihr zwei Nähte, einen Tunnel aufnäht und dann dort das Gummi durchzieht. Oder ihr könnt es noch
mit der Variante mit dem Gummifaden auf der Unterspule machen. Genau. Da ist es natürlich immer so, dass manche Maschinen das einfach nicht machen. Genau. Da müsst ihr einfach das am Probestück, ihr wisst, also ihr seht ja, man hat ja immer so einen Fetzen vom Zuschnitt übrig und da könnt ihr es einfach testen, wie es funktioniert, wie es euch gefällt. Da habe ich zum Beispiel auch den Rollsaum getestet, die Farbe, die ich gerne nehmen möchte und da hat man ja immer was. Da könnt ihr es euch also auch mal testen. Also ich markiere mir jetzt mal diese Linie. Und du machst es auf der linken Seite, genau. Ne? Nicht auf der rechten Seite. Nein. Genau. So, das gleiche mache ich jetzt auch gleich auf dem Vorderteil. Wieso hat Silke eine Hose unter dem Kleid an? Ist doch viel zu warm. Ja, weiß ich auch nicht, weil ich kam hier an noch mit Hose und einem anderen Oberteil. Und dann musste ich schnell die Sachen hier vorbereiten noch. Und dann kam auch schon Nadja und dann haben wir getratscht und dann haben wir getrunken. Hier, trinken wir was. Ist das meins? Ja, oder ist das dein? Nee, das ist glaube ich. Okay. Prost. Wir haben uns einen Erfrischungscocktail gemixt. Und zwar habe ich den getrunken das erste Mal an der Schlicht. Das ist ein Wackersee bei uns hier in der Gegend. Und der ist echt total lecker und erfrischend. Und zwar habe ich da drin Sekt, dann Aperol ein bisschen, dann Wasser, Sprudel, Grapefruitsaft und Bitterlemon. Und dann noch Eiswürfel. Also so, jetzt hast du noch das Rezept hier. Ja, total erfrischend. Ist es wirklich mega. Mega, so, er ist nicht süß, sondern so ein bisschen durch das Bitterlemon und den Grapefruitsaft so ein bisschen herb. Also den kannst du, aber... Den kann man gut trinken. Ich sag's dir mal. Trinken lasse ich heute bei der Hitze lieber. Hä? Man muss viel trinken. Ja, genau. Die Pelzer müssen auch immer ein bisschen paar Prozente dabei haben, ne? Ja, wir haben ja hier so viel. So ein bisschen. Ja. Ja, ja. Es ist wirklich sehr, sehr angenehm. Total angenehm. Ja, nee, aber Yvonne, du hast total recht. Also mir wäre es auch zu heiß. Ich bin heute wirklich mit meiner Valentine gekommen. Ich wusste nicht, was ich anziehen sollte und dachte, nee, es muss die Valentine sein, weil die ist super luftig und leicht. Wow. So, natürlich hätte es auch eine Karo sein können. Das ist auch wunderbar. Aber Valentine ist noch ein bisschen leichter. So, jetzt machst du das Gleiche nochmal. Ja, auf der Vorderseite. Auf der Vorderseite. Wobei man auch wirklich sagen muss, dass es hier im Nähwerk und auch bei dir in Mannheim, hast du ja gesagt, ja, angenehm ist. Also bei uns in den Läden ist es wirklich angenehm. Das, also wenn ihr schwitzt bei euch zu Hause, dann kommt einfach zu uns. Sag mal, hat es gerade geregnet? Die Straße ist nass. Ja, es hat sogar geregnet bei uns. Dann können wir sogar vielleicht mal aufmachen. Es regnet noch. Cool. Herrlich. Aber, naja. Wir schauen mal, vielleicht kommt was Frisches rein. So, also haben wir markiert. Jetzt können wir natürlich mit verschiedenen Sachen anfangen. Wir können jetzt gleich mit dem Gummi anfangen. Mit dem Gummi anfangen, genau. Wir haben, also ich möchte das Kräuselband nehmen. Jetzt hätte ich mir natürlich von meinem letzten Kräuselband merken können, wie viel ich brauche hier vorne. Also maximal so. Ja? Mhm. Ich schneide mir mal so viel ab. Mach mal. Nochmal. Mach mal. Ich habe das noch nicht verwendet, deswegen musst du mir sagen, wie es geht. Oh, es krummelt sogar draußen. Es gibt ein bisschen Gewitter. Ah ja. Ja? Gibt es da eine maximale Dehnung oder machst du das einfach nach Gefühl? Schon. Also irgendwann hört es auf. Aha. Ja? Okay. Aber du hast den Nachteil, du kannst nicht mehr nachdehnen. Ich kann nicht mehr nachdehnen. Du musst dann einfach... Ich kann ja nochmal, Achtung, ich bin nochmal weg. Ich kann ja nochmal mein Kleid holen, was ich schon gemacht habe. Also der Vorteil von dieser Gummivariante, wo du dann... Also über einen Gummi einfach einen Zickzack drüber legst, sozusagen du mit dem Zickzack den schmalen Gummi in einen Tunnel reinlegst, ist natürlich, dass du nachher erst den Gummi straff ziehst. Und dann ist es egal, wie viel du verwendet hast am Anfang. Genau, aber das passt schon. Ja. Genau. Und der wird jetzt einfach nur mit einem Gradstich festgenäht. Du kannst dir überlegen, ob du den...
oben und unten nur festnähen willst oder ob du drei Bahnen nähen willst, das ist eigentlich egal. Ja? Wichtig noch drauf zu achten, der hat halt so, die Seite hier ist natürlich viel weicher wie die Seite. Also da müsst ihr ein bisschen fühlen, wie rum er das aufnäht. Mhm. Ja, das ist nicht Körper. Genau. Also die raue Seite kommt auf den Stoff. Und ich fange jetzt einfach mal hier an und nähe einmal in die Mitte, wo ich markiert habe. Mhm. Ja? Da hilft auch wirklich nur, das am Anfang vielleicht festzustecken. Und am Ende, zwischendrin kannst du es eigentlich gar nicht feststecken. Du musst immer wieder anhalten, gucken, ja? Dass du es gleichmäßig verteilst, meinst du? Nee, nicht verteilst, aber du kannst es jetzt, du könntest jetzt natürlich auch hier hingehen und noch das Ende feststecken. Da auch die mittlere Schiene nehmen. Das wäre jetzt so meine Frage. Wie verteilst du es gleichmäßig, dass du nicht irgendwie feststellst auf der halben Strecke, oh, ich habe am Ende zu wenig Gummi übrig. Also das ist so viel gezogen. Guck. Man kann jetzt, wenn man natürlich die dritte Hand nimmt, mhm, ja, die da. So, die da, und dann kannst du es dir nochmal in der Mitte feststecken. Ja? Mhm. Das wäre ja ganz sinnvoll. Ja, warte mal, noch einmal hoch. Eine Schiene hoch, so. Und dann machen wir es uns nochmal in der Mitte. Also da müsst ihr halt mal die Männer kurz vom Fernseher herholen. So, und jetzt haben wir es wirklich, jetzt haben wir es gedrittelt, ja? Und ja, können somit anfangen festzunehmen. Ich habe mir jetzt hier einen weißen Faden eingespannt, oben und unten. Und dann fange ich mal an. Gezogen habe und mach mir diesmal dreimal. Machst du drei Nähte? Ja. Okay. Bei dir hängt es ein bisschen gerade. Ja, immer. Aber woran liegt das? Ich weiß es nicht. Wir sind doch im selben Netz. So, ich gehe mal näher dran von der Seite. So, und jetzt nehme ich es in der Mitte und ziehe es schon. Ja? Mhm. Also zieht sich das auf eine Länge, dass es hier genau, im Grunde glatt liegt. Guck immer, dass mein Streifen, ja, also die Markierung da ist. Genau, hier unten da drunter. Da ist die Markierung. Hier unten drunter ist die Markierung, die wir gerade hatten, dass das schön mittig ist. Das ist ein, Yvonne, das ist ein Kräuselband von Prim. Genau. Ja, das gibt es nur in der Breite, oder? Gibt's ja, und aber Breite, du kannst. Ich glaube, ich habe es auch noch in 5 cm. Wobei ich mir aber da denke, das könntest du dir auch abschneiden. Ja, du könntest auch schmaler schneiden. Das kannst du schmaler schneiden. Das ist ähnlich wie dieses, gibt es auch von Friseline, dieses Gummitape, mhm, was viele verwenden. Jetzt fällt mir der Name nicht ein, hilf mir, Marcel. Weiß ich nicht. Dieses, was so Plastik. Framelastik. Framelonband, ja? Also, ja. Bloß Framelonband ist halt nicht so stabil, ne, wie das hier. Und viel zarter. So. So, wenn, jetzt habe ich es schon einmal. Wenn du eine Reihe dran hast, dann ist es überhaupt kein Thema mehr, ja? Also einmal habe ich es jetzt schon. Könntest du auch so machen, ja? Du könntest jetzt auch so lassen und könntest dir hier einfach ein bisschen was abschneiden. Du musst es gar nicht so breit machen. Genau. Ja? So, also wenn es dir so gefällt, ist eigentlich auch nicht schlecht. Guck mal. Ich weiß, ich habe ja ganz viele nur mit einer. Ja, finde ich jetzt eigentlich auch gar nicht schlecht. Und dann könntest du jetzt einfach hingehen und würdest dir hier oben abschneiden. Mhm. Hm. Ich mache mal die Rückseite und dann schaue ich mal, ob ich das so lasse. Gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Und das mit Gratstich. Ja, Yvonne, mit einfach mit dem Gratstich. Einfach Gratstich. Einfach Gratstich. So, jetzt machen wir noch die Rückseite. Dann machen wir das Gleiche, da brauchst du bestimmt wieder die dritte Hand. Ja, warte, ich gucke nochmal, wie viel ich da, mein Maß der Dinge hier, wie viel ich da auch mal, riecht jetzt so richtig den Regen, ja? Mhm.
tut aber gut. So, da habe ich jetzt auch nochmal geguckt, wie viel ich dafür brauche. Ich gehe auch wieder hin, stecke es mir am Anfang fest. Das bei dem Schnitt ist ja wirklich so, dass der fast wie viel Zentimeter mehr Umfang hat als die Taille? Ich glaube, das liegt bei 20 bis 40, je nach Größe, bei 20 bis 40 Zentimeter mehr Umfang. Ja, also wenn du ihn kein Gummiband reinmachst. Warum mehr Umfang? Damit ihr A, erstmal super eure Bequemlichkeitsweite finden könnt, ja, und B, damit ihr diesen Kräuseleffekt habt. Ja, also wenn wir nicht mehr Stoff hätten, dann hättet ihr keinen Kräuseleffekt, dann würde es einfach nur anliegen. Mhm. Ja. Und woher weiß ich, wie viel von dem Gummi ich brauche? Ja, Sabrina, es ist tatsächlich probieren, ja. Wenn du schon, du hast ja schon eine Karo genäht, wenn du schon eine Karo mit dem anderen Gummi genäht hast, dann messt ihr das da einfach gucken. Aus und dann kannst du da einfach diesen Abstand, den du da vorne hast, so wie Silke es gemacht hat, auch ausmessen. Ich finde, die einfachste wer das jetzt mal ausprobieren willst. Was du auch machen kannst, was ich jetzt mir so gerade denke, wenn du mal deinen Umfang misst, hier, ja, wenn ich da jetzt zum Beispiel, das sitzt ja ungefähr hier, wenn ich da jetzt zum Beispiel so eine 90 habe, ja, und ich würde dann zweimal das Karo abziehen, also und mit ohne Nahtzugabe, weil die wäre ja dann eh weg. Also haben wir 13,5, sind 27, also 90 minus 27. Ungefähr 60, 63. Ja, und wenn ich jetzt hier gucke, ja, habe ich einmal hier 31 war mein Gummi lang. Ja. Und bei dem anderen auch 31. Also, naja, so könnt ihr euch das auch ausrechnen, ja? Also einfach euren Umfang messen. Dann die Raute abziehen zweimal und dann das Gummi so lang machen durch zwei, was dann noch übrig bleibt. Genau, richtig. Dann ist es bequem, liegt es auf und ist gerafft. Genau. Weil das und ihr Gummi habt immer noch ein bisschen Elastizität. Im nicht gedehnten Zustand, wenn es so vor euch liegt, ist es ja genau so, wie es dann, wenn es gekräuselt ist, zusammenschnurrt. Genau, richtig. Ja? Also so könnt ihr euch das messen und es passt jetzt hier genau. Mhm. Ja. Ja. Ja, wenn ihr Fragen stellt, dann kommen wir auch wieder noch zum Überlegen, was für uns mitunter manchmal, wo wir denken, ja, das ist klar. Also gerne immer Fragen stellen, bitte. Ja, siehst du, und ich habe es tatsächlich überwiegend mit dem Tunnel und dem Gummi gemacht, weil ich dann am flexibelsten war. Ja, Yvonne sagt, bei den Temperaturen haben sich meine Musselin-Karo und meine Jersey-Karo schon absolut bewährt. Ja, stimmt, finde ich auch. Das sind so die Kleider, Volantine und Karo, die ich im Moment jetzt auch am meisten trage. Immer abwechselnd, je nachdem, was gerade aus der Wäsche kommt. Was gerade was? Aus der Waschmaschine? Was gerade aus der Waschmaschine kommt und ich schaffe dann auch zu bügeln. Zu Hause. Deswegen ist ja das Schöne mit der Musselin. Caro, die musste nämlich noch nicht mal bügeln. Ja, genau. Wir gucken dir hier nochmal über die Schulter. Na, ich nähe wieder hier mittig. Hab jetzt die Mitte hier. Und genau. Und einfach schön glatt ziehen. Genau. Damit es nicht wegrutscht, nimmst du mal beide Hände. Ja, und auch immer mal wieder. Ich stopp immer mal wieder zwischendrin und. Und das ist dann alles kein Problem. Dass alles schön liegt, dass mir nichts unter irgendwie außer Sehen da reinrutscht oder so. Immer mal wieder halten. So. Sabrina bedankt sich. Sie wird es mal so ausprobieren mit der Rechnerei. Genau. Und dann haben wir hier auch das Rückenteil gekräuselt. Also ich mag beides. Ich mag deine Variante hier, wo das ein bisschen breiter ist. Das mochte ich schon mit dem Kleid, bei dem Kleid mit dem Jeans-Einsatz so.
Es macht halt so ein bisschen einen breiteren, eine breitere Taille an der Stelle. Mhm. Also ich meine so nicht, dass die Taille in der Breite breiter wird. Aber es lenkt natürlich auch von der Spitze dieser Raute so ein bisschen ab. Deswegen ist also im Original. Ich finde es so auch schön. Ist es, wir lassen es jetzt mal so. Im Ursprungsschnittdesign ist es tatsächlich auch als eins gedacht. Und wie gesagt, ihr könnt jetzt einfach hingehen. Ihr könnt natürlich dann auch das Band gleich halbieren. Dann habt ihr jetzt nicht so viel Abfall und könnt die Menge, einen Meter, gleich verwenden für zwei Kleider. Genau. Ich habe es jetzt halt. Ich lasse das jetzt mal, das schneide ich im Nachhinein noch raus. Wir können ja dann jetzt anfangen mit der Raute. Hm? Mhm. Na tja. Ja. So, wo haben wir sie denn? Hier ist Raute einnähen. Ist bei dem Jersey, also man kann sich überlegen, ist ja egal, ob ich die Raute erstmal am Rückenteil oder am Vorderteil einnähe. Genau. Ist ja egal. Genau. Gucken, wie rein sie passt. Also die ist ja schon ein bisschen nach unten dann unten länger. Länger, genau. Die oben. Ja. Und die andere Seite hier. Ist dahin, genau. Genau. Also es ist egal, theoretisch ist es total egal, ob ihr es vorne reinsetzt, beide Rauten und dann die Seitenteile. Ich würde es an einen Teil machen. Ja, ja, klar. Aber ob ich jetzt mit dem Rückenteil anfange oder mit dem Vorderteil, ist egal. Wurscht, genau, weil da ist es analog. Wir sind da, wir stecken sie uns halt so, dass wir hier schon den 1 cm drüber sind. Genau. Weil den gehen wir ja dann nachher so rum. Genau. Ja? Richtig. Und da bitte, also ich meine, wer mit der Overlock und Jersey arbeitet, der kann natürlich ganz easy die Ecke auch gerade ziehen, ja, weil Jersey ist ja elastisch und dankbar und dann kann man sich die Ecke gerade ziehen und alles in einem Rutsch zusammennähen. Aber ich sag auch den Jersey-Nähern, wenn du eine richtig saubere Ecke haben willst, lohnt es sich nochmal mit der normalen Nähmaschine einfach die Ecke hier nochmal abzunähen. Ja, also wir sind jetzt einfach hingegangen und haben die Raute so festgesteckt, dass sie hier unten so 1 cm über dem über der Kante ist. Ja? Mhm. Und dann fängt man mit der einen an. Schneidest du eigentlich immer hier unten ein? Dann? Bevor du drehst? Habe ich nicht. Muss ja nicht machen müssen, aber. Ja. Also wir fangen jetzt erstmal mit der an. Es hat tatsächlich geregnet. Schön. So. Fußbreit, weil wir haben ja die Nahtzugabe schön. Der Stoff ist mega, kommt hier von Vanesschen. Finde ich auch. Vor allem bin ich gespannt, wie der angezogen ist, weil der so wirklich total fluffig ist. Mhm. So. Der wirkt erstmal so wie so ein Jacquard, so ein bisschen dicker, ja? Also durch diese Bubbles, die da drin sind. Aber ist er gar nicht. Der ist wirklich super, super leicht. So, wir halten jetzt halt 1 cm. Hier vorne halten wir an, quasi direkt. Machen dann die Nadel hoch. Und dann dreht ihr genau die Raute. Und dann dreht ihr da rein. Ja? Und näht nach unten weiter. Es geht jetzt mit dem Stoff echt auch wunderbar. Und jetzt näht er nach unten weiter. Und dann kommen wir direkt hier unten bündig raus. Immer gucken, dass die zwei Stoffe schön bündig aufeinander liegen. Und dann geht es nach unten weiter. Und vernähen. Füßchen hoch, nicht Nadel. Ja, ja, du hast total recht. Füßchen, habe ich Nadel gesagt? Füßchen hoch. Füßchen hoch, Nadel im Stock. Und jetzt seht ihr genau hier unsere Raute. Genau. Ja? Sehr schön. Hast du gut gemacht. Genau, ich habe auch diesmal jetzt, wie gesagt, die Raute mal nicht abgesetzt, weil ich den Stoff einfach, ich fand den halt schon so einfach, ja, ich wollte einfach mal ohne. Einfach. Ja. So, jetzt, also auch hier wieder 1 cm über
dem Ende hier unten feststecken. Genau. Und dann seht ihr auch, dass das dann direkt hier passend oben endet. Bei der ersten Raute hatte ich etwas gekämpft, die zweite Seite war dann total einfach. Ja, ja, da muss man erstmal ein bisschen, ich glaube, dafür machen wir das Ganze doch hier. Wir wollen ja nicht nur Langeweile beim Nähen haben. Genau. Ne? Jetzt hätte man natürlich... ein bisschen Erfahrung sammeln, richtig. Ja. Ich fange jetzt eigentlich gern von hier unten an, weil ich gern die Raute oben liegen habe. Weißt du, was ich meine? Ja. Wisst ihr auch, was ich meine? Ja. Also unter der Maschine. So müsste ich ja, genau. Ich möchte gern, dass meine Raute... Also ich fange von dieser Seite an, weil ich gern möchte, dass die Raute zum Drehen ist es dann einfacher. Wenn sie oben liegt. Sie also oben macht liegt. Es euch auch einfacher unter der Nähmaschine. Genau. Ja, dass ihr das hier... Und das ist ja egal, von welcher Seite ich anfange. Genau. Auch hier. Dass ihr euch das einfach so steckt, dass ihr es einfacher unter der Maschine handeln könnt. Genau. Ja? Ja, so kann ich sie besser drehen. Deswegen fange ich diesmal von unten an. So, mach nochmal langsam an genau dem Punkt, mhm. dass wir den hier nochmal genau zeigen können. Also du nähst jetzt bis in die so, Rautenspitze genau. da rein. Ja, so 1 Zentimeter vorher halte ich an. Stopp. Stopp, Nadel bleibt im Stoff stecken, ja. Fuß nach oben und dann drehen und drehe meine Raute mit. Die Spitze kommt dann hier raus. Guck wieder, wie es unten passt. Leg sie mir schön bündig. Das könntet ihr euch natürlich jetzt auch noch mal stecken. Aber eigentlich muss es nicht. Auf dem weil das ist, kurzen Stück kann man das auch ja, halten. Ja, das geht jetzt wunderbar genau. so. Ja, da oben liegt sie schon schön, weil meine Nadel ja noch drin war. Und jetzt fahre ich nach unten. Nadja, was knackst du? Ich komme mir gerade vor, meine Tochter sitzt neben mir. Die läuft auch so durch die Gegend. Und knackt sich ihren Nacken. Entschuldigung, das musste sein. So, nach unten und vernähen und fertig. Mein Bügelholz Handyhalte Light ist noch nicht groß genug, weißt du? Ja, genau. Deswegen fange ich an zu so, knacken. Also, wir haben sie jetzt eingenäht in unser Rückenteil. Damit ist das Rückenteil jetzt fertig. Jetzt geht's los mit dem Vorderteil. Ja. Hast du die Anleitung etwa gelesen? Nee. Ich weiß gar nicht, was du jetzt, was du für eine Anleitung... Also man muss ja wirklich dazu sagen, die Anleitung schreibt immer die Nadja. Ja? Macht sie gut, oder? Ich bin für sowas ja überhaupt nicht. Das macht sie wirklich gut. Die Nadja hat jetzt auch geschrieben, dass man erst die Schulternähte schließt. Nee. Nee. Die Nadja, okay, hat, Nadja glaub ich, hat jetzt gar nicht. Die Nadja glaubt, sie hat geschrieben. Wir können aber auch nochmal nachlesen. Bitte erst die Belege. Nee. Eins und. Oh, vorne. Wir lesen nochmal. Ich lese nochmal kurz. Vorne, hinten und dann schließen wir das an einem Rutsch. Stimmt. Nein, auch wieder gibt es viele Wege für. Ja, gibt ganz viele Wege. Da, also du hast jetzt, du nähst dann erst das jetzt fest? Ja. Ah, die Variante habe ich noch nie gemacht. Ernsthaft? Nee. Ah ja, komm, dann. Ich nähe immer die Schulter zu und dann die rein. Nein. Ah. Dann zeige ich dir mal, wie es in der Anleitung steht. Ja, also ich übernehme mal, dann musst du auch nicht so knacken. Doch, vielleicht mache ich das dann hier von hinten. Okay. Okay. Dann kann ich auch was trinken. Ja, genau. Weil ich jetzt mit dem Bügelholz in der Hand so viel... Warte, ich komme auf die andere Seite. Hier habe ich ja mal ein Bündchen angesetzt, einen Rundhals. Ihr habt ja zwei Varianten, was die, den Halsausschnitt angeht. Ihr habt einmal die Rundhalsvariante und ihr habt die V-Ausschnitt-Variante. Und es wundert mich jetzt gerade, dass du den V-Ausschnitt gewählt hast, weil du magst ihn doch gar nicht so. Mhm. Aber ich fahre ja in Urlaub und das wird auch eins meiner Urlaubskleider.
schicke ich euch dann. Und da, ja, da ist dann V-Ausschnitt okay, wenn ich das einfach so, ich wollte es mir auch aus Musselin nähen, aber dann hat mir dieser Stoff ja so gut gefallen und dann habe ich es jetzt doch nicht aus Musselin genäht. Ich möchte es einfach überwerfen, ja, dann habe ich ein Bikini an und dann... Und dann ist der V-Ausschnitt okay. Ja, dann ist der V-Ausschnitt okay. Okay. Dann ist der luftig leicht und dort wird Hitze sein. Okay, wo geht's hin? Nach Griechenland. Okay. Aber so eine Hitze haben wir doch jetzt auch hier. Genau, also. wir gewöhnen uns ja schon langsam so, dran. Also. So, jetzt, also die Nadja. Geht wieder mehrere Wege natürlich, ja. Aber das ist jetzt der in der Anleitung steht. Ja. Und da ist könnt ihr mir mal ein Feedback geben, ob ihr das auch so macht? Also, das ist ja eine Anleitung. Für so einen Beleg anzunähen, gibt es ganz viele Anleitungen. Ich kenne die es immer nur so. Und da siehst du mal, dass ich deine Anleitung wirklich nicht gelesen habe. Also nicht genäht habe und gelesen. Aha. Weil ich... So ein Team sind wir. Super. In Zukunft muss ich... Also. Mein Kopf raucht, wie ich das wirklich schön... Aber das ist vielleicht auch... Und dann liest sie ja. Nicht mal. Also ich nähe immer die Schultern zusammen, nähe die Schultern auch von meinem Beleg zusammen und mache ihn dann an meinen Ausschnitt. Ja, du, kann man auch... Weißt ah, du, ich bin mal gespannt. Viele Wege, ne? Ja, wobei, finde ich jetzt cool. Man lernt doch nie aus. Ach, siehste. Da kommt schon, ich habe es auch zum ersten Mal gemacht, fand es eine super Idee. Die haben alle deine Beschreibung gelesen, die haben es alles so gemacht. Nadja. Ist es eine super Idee? Es ist, und die fanden es gut. Da wachse ich jetzt gleich da, 2 ja. Zentimeter höher. Ja, ach, sie hat ja schon ihre nächste Anleitung wieder zu schreiben, von daher wächst sie gerade, das ist dann gut. Naja, also mit dem Anleitungsschreiben... Nee, es ist nicht so einfach, ja. Ist nicht so einfach. Das glaube ich dir. Da bin ich immer dankbar über viel Feedback, auch von den Probenähern, auch wenn es erstmal immer schmerzt. Ja. Wie jetzt, das kann man nicht verstehen. Genau, genau. Ja, ja, es ist aber... Ich bin selber so ein Anleitungs... was? Also ich mag du liest keine, es ja ich auch mag nicht. Keine Anleitung. Du liest ja normal die Anleitung nicht. Deswegen liebe ich Anleitungen, sie sollen kurz... knackig sein und keine Romane, weil jedes einzelne Wort kann nachher in Chinesisch im Kopf ausarten und dann versteht man gar nichts mehr. Ja, das also stimmt. Deswegen versuche ich die Anleitungen wirklich immer so knapp wie möglich zu halten und wir ergänzen das lieber mit den Videos, wo wir drüber schnacken mit euch, als das zu viel. Genau, Worte, die schreiben viel, alle, die Idee ist cool. Zu viel, ja. Zu viel. Und wir sehen jetzt wieder, an dem Punkt sind wir jetzt gerade wieder. Viele Wege führen nach Rom. Genau, also wenn ihr eure Karo anders nähen wollt, dann dürft ihr das gerne ausprobieren. Nee, wir wollen das ja mal so probieren. Ich bin jetzt total faszinierend. Ich hab gestern, hat die Melanie, meine Mitarbeiterin, eine Seva zugeschnitten für mein Kind. Die brauchte schnell noch einen Hoodie für eine Vorführung. Bei den Temperaturen? Ja, die machen, ja, habe ich auch gesagt. Ein Hoodie. Habe ich auch gesagt, ein Hoodie. Aber den kann sie ja immer gebrauchen. Genau. Und dann hatten wir es darüber, Melanie, ich weiß nicht, ob du zuschaust, dann hatten wir es darüber. Melanie, als ich nachher das Ergebnis, sie wurde dann unterbrochen und ich musste es fertig machen, habe ich gesagt, Melanie, hast du die Anleitung gelesen? Das ist ja ein Chaos. Aber am Ende bin ich auch zum Ziel gekommen. Ja? Ja, es wäre einfacher nach Anleitung gewesen, deswegen wir versuchen schon immer... Wie nach Anleitung Zuschnitt? Den, nee, die, ach so, die Nähen. Ach so, ja, bei Siva ist es natürlich auch so ein Thema, also da muss man wirklich die Anleitung nähen, weil es sind ja ganz andere Teile, wie wir sonst haben. Ja. Ich meine, so ein Beleg haben wir immer. Ja. Immer in der gleichen Form. Also wenn du bei der Siva nicht die Anleitung genau. Hast, dann wird es immer komplizierter. Ja, du ja, da und so bei der dann ja. Auch, ja. Und ich habe geflucht. Das stimmt. Bei der Siva muss man nach Anleitung aber arbeiten. Aber es ging natürlich ja. Alles. Ja? Ja. Also es ist nicht so, dass sie den Arm irgendwie so rumgenäht hat, sondern es war sie halt läuft jetzt nicht in der Zwangsjacke rum, nein. Weil die Arme nicht da nein, sind, wo sie hingehören. Nur, wenn die Reihenfolge da nicht stimmt... Dann hast du einfach mehr Arbeit. Ja, ja. Ja. Die Isabelle liest sie auch nicht. Siehst du? Schande über ihr Haupt. So.
Gut, aber das ist, ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin. Vielleicht habe ich das schon immer so gemacht. Mit dem Beleg, weil am Ende, ich habe die Anleitung ja nicht geschrieben, weil ich sie mir irgendwo abkopiert habe, sondern... Nee, genau, weil es so machst, ja. Genau. Ja. Ja, die meisten schreiben auch jetzt, dass sie es getestet haben, deine Anleitung, und dass sie es so viel besser finden. Ja, weißt du auch warum? Ja, es muss ja dann am Ende auch wieder passen. Genau, weil wenn du jetzt, also viele machen ja Beleg auf Beleg, genau, und Schulter auf Schulter, ja, und dann nähst du den Beleg nachher wie so ein Bündchen ein. Ja, ja. Was dann aber manchmal passiert, da verrutscht die Belegnaht, weil es nicht ganz passt, weil Kreis auf Kreis... Mhm. Immer so ein bisschen verrutscht. Ja. Jetzt kann nichts mehr verrutschen an Vorder- und Rückteil. Und weil die Belege schon fest sind. Und jetzt kann ich exakt diese Seitennähte. Genau. Gebügelt hier, auch dann. Kannst du die jetzt exakt, wenn du die schön bügelst. Ja, wobei du ja, das, wenn du das umklappst, den Effekt nicht mehr, weil es wird ja dann nachher so. Weißt? Ja. Also da brauchst du jetzt nichts auseinanderbügeln. Du machst dann eins auf die Seite und das andere, genau, auf die andere, richtig, Seite. Weil das ist dann wie so eine unter einem T-Shirt, ja, diese Armnaht, ja, ja, damit du es richtig triffst und damit es, ja, auch nicht mehr verrutscht, mache ich das wirklich so, dass diese zwei sich küssen hier. Mhm. Ja, diese, warte, zwei Nähte. Und das ist einfacher, wenn dann eine Naht in die eine Richtung, mhm, und eine in die andere gedreht, mhm, wird. So, jetzt zeig's nochmal mein, weil ich habe schon wieder gehangen. Ja, ja, also hier. Genau. Jetzt Vorder-, Rückteil. Also einmal Nahtzugabe in die einen, ja, und die anderen. Nahtzugabe in der einen, ja, und dann in die andere. Und dann bügelst du den Beleg natürlich nochmal komplett. Genau. Ja, aber ich will, dass die sich exakt in diesem Naht. In der Naht treffen. Treffpunkt, ja, treffen. Ja. Ja. Gut gesagt. Genau. Steck das fest. Ja, und dann kommt der Beleg hier exakt aufeinander. Und dann erst die Schulternaht. Also, ja, in diesem Zuge schließe ich die Schulternaht. Genau, super. Zack. Also, wer die ganze Zeit mit dem Beleg immer gekämpft hat, probiert es bitte bei der nächsten Karo mal nach Anleitung. Und es donnert hier. Oh, ist das so schön. So, das Gleiche natürlich auf der, anderen Seite. Und ihr seht, wie schnell unsere Karo, ja, auch genäht ist, ja? Also wieder hier an dem Punkt aufeinander direkt und dann ist mir so, egal, so, in welche Richtung, ja, ja, eins so, weil nachher, wenn du das aufbügelst, geht eh alles nachher, der Beleg nach innen. Mhm. Aber du hast nachher einen schönen Treffpunkt der Nähte. Also vielleicht kommt der Regen ja noch zu euch. Also bei uns, aber Leute, es hat nicht viel geregnet. Gell? Also der Natur hat es mal gar nichts gebracht. Es hat nur ein bisschen was. War so ein... Ne? Ja. Okay. Gut. Ich glaube, viel mehr Stecknadeln drauf. Nach Ludwigshafen kann er ja noch kommen, der Regen. Ja, meistens hört es am Rhein auf, ne? Und in Mannheim ist gar nicht... Aluni. So, ja, Sabrina, dann kannst du ja in Zukunft, hast es hier nochmal schwarz auf weiß und du kannst dann nochmal hier in unserem Video. Die Luna ist jetzt hier im Weg. Vertragen wir uns hier? Luni, komm raus. Luna ist frei. Ja, die hat auch schon mal losgenäht, wenn sie das sich dann bequem ablegt zum Schlafen. Und dann, genau, da leg dich hin. So. Beauty. Also, das ist immer so geil, dass wir das gar nicht vorher besprechen, ne? Nee. Wer was wie macht, nee, heute. Und dass sowas jetzt so einfach so entsteht, ja, ja? Finde ich gut. Also wir legen nicht im Vorfeld fest, wer wann wie was näht. Das ergibt sich dann immer bei uns. Ja, genau. Und dass das jetzt hier so ein Ding ist, was du noch nicht kanntest. Mm-mm. Ich hätte es jetzt ganz anders gemacht. Ja, aber ich sag ja, man inspiriert sich immer wieder. Deswegen ist es auch immer so schön und auch so, finde ich, wichtig, zum Beispiel
in einen Nähkurs zu gehen. Und wenn es nur so ein Miteinander nähen ist, weil man sieht, wie es der andere macht, oder boah, guckt euch das an, wie schön das jetzt aussieht. Ja, damit direkt aufeinander. Genau. Und dann wird halt der Beleg nur noch schön säuberlich. Silke, da bist du ja wieder Bombe. Im Bügeln. Im Bügeln. Ja, ja? Genau. Dann wird es komplett. Und da könnt ihr dann natürlich diese Naht jetzt hier auseinanderbügeln. Ja, genau. Einmal so und dann hier runterklappen, ja, weil dann wird es hier nämlich schön, ja, flach. Ja, passt super. Genau. Ja, also deswegen finde ich, ist es auch immer mal so schön, wenn man auch schon so vieles kann, ja. Aber man macht es halt immer auf seine Art und Weise und auf einmal näht hier der nebenan es ganz anders und dann denkt man, stimmt. Ich freue mich auch schon wieder mega auf den Nähkurs. Ja, ich auch. Ja? Ich auch. Das gönnen wir uns ja als... Ja. Als wir sind ja im Grunde unsere eigenen Stoffdealer. Ja, wir gehen ja nicht shoppen und lassen uns von anderen Stoffläden, außer denen, wo wir gegenseitig mal hingehen oder wo wir auf Instagram folgen, so wahnsinnig inspirieren, sondern wir sind selber kreativ und sind unsere eigenen Lieferanten. Mhm. Ja, aber dann auch mal wieder mit Leuten zu nähen, die noch andere Inspirationen haben. Das aber mal in dem Umfeld, nicht in diesem Arbeitsumfeld laden, wo du ja auch noch tausend andere Dinge im Kopf hast und erledigen musst. Das machen wir eigentlich viel zu selten. Ja. Aber als selbst und ständig, genau, kann man sich den Luxus auch nicht jedes Mal gönnen. Nee. Weil wer es noch nicht mitbekommen hat, wir gehen ja am Freitag Hermsbach. Nee, wie heißt der Ort? Wir gehen auf jeden Fall zur Firma Zuleck. Genau. Es ist auf jeden Fall in Bayern, ungefähr 350 Kilometer von uns entfernt. Und wir werden auch ganz viele unserer Kunden treffen. Gell, Silke? Ja. Also. Ja. Vom Weg. Wir werden auf jeden Fall einige von euch treffen. Wir werden auch einige hier mit einpacken ins Auto und mitnehmen, ja, und verbringen ein wunderschönes Wochenende bei der Firma Zuleck. Und die Firma Zuleck ist wirklich auch eine ganz coole Firma, weil da ist noch Produktion in Deutschland, ja? Also wirklich, oh, guck mal, die Nadja, was sie braucht. Guck mal. Ja, guck mal. Naht auf Trenner. Ich hab hier wirklich der beste Freund. Am letzten Ach, Ende da hast du gepfuscht. Zu ja. Kuschelig, aber nur am Da letzten. Warst du schon in Vorfreude fürs Wochenende. Genau. Genau, und da verbringen wir ein Nähwochenende. Ich habe wieder wahrscheinlich viel zu viele Projekte, weil da wird natürlich auch getanzt, gefeiert, gegessen. Wir müssen sogar Modenschau laufen, wer möchte. Also es wird auf jeden Fall cool, glaube ich. Nur das letzte Stück. Ja, wir nehmen, was nehmen wir mit? Wir nehmen eine Overlock mit, eine normale Maschine nehmen wir mit. Und wahrscheinlich eine Cover nehmen wir mit. Teilen wir uns, oder? Genau, die teilen wir uns wieder. Da kann auch jeder mal drauf, wenn er dran was nähen und sehen, was so eine, für was man eine Cover denn braucht. Gut. Ja. Und dann machen wir ein Wochenende. So, jetzt haben wir also die Schulternaht mit dem Beleg einmal geschlossen. Und jetzt einfach bügeln. Silke, das ist doch dein Lieblingshobby. Seht ihr? Das sprechen wir vorher gar nicht ab. Das ergibt sich so, dass immer ich bügel. Sie ist doch aber auch dein Bügeleisen jetzt hier. Ja, vor allem muss man aufpassen mit dem Stoff. Hm, genau. Habe ich vorhin schon gemerkt. Und? Ja, eigentlich müsste ich sagen, okay, versaust du mal selber. Weißt du noch, als wir ein Projekt versaut haben mit Bügelei, weil irgendwas abgefärbt ist? Mhm. Ach. Ist das wieder rausgegangen? Das war in deinem weißen Punktekleid. Hast du es dann gekürzt? Nein, das war hier vorne an der Brust. Guck. Aber es fällt nicht auf. Jetzt ist es sauber. Ja. Hast du einen Tipp? Was denn? Wie du es sauber kriegst? Ja, hier. Mit dem Reinigungsding? Das hilft bei mir nur bedingt. Also, ja, und es stinkt. Das stinkt bestialisch, aber also damit kriegen wir es immer wieder sauber. Es ist halt, also nichts gegen meine Kunden zu sagen, ja.
Ja. Aber es passiert halt immer mal wieder im Kurs oder so. Helmbrecht. Du kriegst es nicht mit oder es, also dann passiert's oder man, es passiert einem selbst, dass man einfach über was drüber fährt und ja, dann hängt's am Bügeleisen. Ja, ja, ja. Das haben wir auch. Und zwar wirklich, ich weiß nicht, wie viele Bügeleisen ich dann auch schon einfach aufgegeben habe. Nee, aber damit finde ich, geht's gut. Ja. Naja, du hast hier, kannst du wenigstens gleich das Fenster aufmachen. Wenn ich es bei mir hinten an dem Bügeltisch mache, dann ist der ganze Laden. Muss halt rausgehen. Ist, ja, brauchst du ja Strom draußen. Es muss ja warm sein, das Bügeleisen. Mhm. Es ist genauso wie das Bügelbrett, ja. Brett immer aussieht, ganz komisch. Dann lässt man es mal stehen. Ich stelle es ja immer hochkant. Ich habe es jetzt auch ein bisschen schwächer gestellt, weil es mir vorhin zu heiß war. Jetzt könnte es schon wieder ein bisschen heißer sein für die Naht hier. So, aber es ist wirklich gut gebügelt, ja. Auch das habe ich jetzt wieder schon ein paar Mal, hatten wir es mit den Kunden. Gerade bei so einem Nelina oder bei den ganzen Kleidern, hier dieser Kragen hier oben, da müsst ihr einfach, wenn ihr euch das gut bügelt, dann... Es ist halb genäht. Dann ist es wirklich halb genäht. Dann tut ihr euch sowas von einfach. Auch das habe ich wirklich lernen müssen. Gell, Isabel? Die bügelt ja noch mehr wie ich. Mittlerweile, also ich bügele ja jetzt mittlerweile schon viel. Isabel bügelt noch mehr. Die kommt ja zum Glück wieder am Dienstag. Ich freue mich schon. Ja, wie geht's denn der Isabel? Der Isabel geht's gut. Die ist immer. Die Isabel ist so in einem dauerbesoffenen Zustand. Oh. Noch. Aber der ist relativ günstig, der Zustand. Ja? Die muss nichts trinken, günstig. Um sich so zu fühlen. Günstig. Aber es geht aufwärts. So. So, super. Haben wir gut gebügelt. Mhm. Nochmal da vorne. Genau, und dann wird der Beleg einfach nochmal festgenäht. Ja. Ich habe den sogar auch schon bei einem Jersey wieder mit unserem Jersey mit der doppelseitigen Fleece auch einfach festgeklebt. Könntest du hier auch machen. Ja, also ohne Naht, ja. Weil ich auf dem Jersey die Naht nicht haben wollte. Geht auch. Wie heißt das nochmal? Sag's nochmal. Buntfix. Nee, ja. Buntfix, Saumfix. Also hier ist er jetzt, nee, das Nahtband. Oh, jetzt guck mal nicht in meine Schublade rein. Ordnung, ne? Das Saumfix ist für elastischer und das Buntfix ist für unelastischer. Genau. Also, ich hab's nur da. Drüben. Ja, genau. Ja. Aber ihr wisst, was wir meinen. Also wenn nicht, dann fragt nochmal nach. Kriegt ihr auf jeden Fall auch bei uns. Genau. Saumfix. Da kann für elastischer. Wirklich, ja. Oder jetzt für das, könnt ihr auch das Buntfix nehmen. Das ist nichts anderes als, naja, so ähnlich wie Flisofix, doppelseitig klebend. Dann hätte man halt hier oben jetzt keine Naht. Genau, dann müsste man den Beleg nicht festnähen nochmal. Ja, genau, dann wäre der jetzt einfach so optisch. Genau, ja. Das könnt ihr euch ja auch überlegen. Ja, genau. Perfekt, Saum, das wäre jetzt den wir hier einsetzen können. Oder halt... So, wo gehst du hin? Ich stecke mir das gerade kurz ein bisschen. So, du steckst ja jetzt den Beleg fest, dass du ihn fest nähen kannst. Genau. Nähst du den immer ganz knapp oben oder nähst du ihn eher hier unten? Das kann man auch wieder... Das ist nämlich auch so, wie so eine Geschmackssache, gefällt. Ja, genau. Geschmackssache, würde ich sagen. Ich habe es schon mit dem Breiten, also so, dass ich wirklich an der Kante vom Beleg genäht habe. In dem Beispiel hast du ja ein Bündchen dran. Hm. Schön, habe ich noch den anderen. Ich weiß gar nicht, wie ich es da gemacht habe. Soll ich mal gucken gehen? Kannst du gucken? Ich gehe mal gucken, ob ich es finde. Wer noch nicht Silkes Laden gesehen hat. Ah, nee, das hängt im Regal, an dem Ständer. An dem Ständer, ja, ich sehe es schon. Hier ist das.
Ja, okay. Ja, hier hast du so mittig vom, huch, vom Beleg. Ja, es ist halt immer, wenn das nicht... Ich schätze mal hier drüber. Genau, so mittig. So mittig vom Beleg. Also hier ist der Beleg, seht ihr auch, da flattert er dann noch ein bisschen rum. Aber das ist Geschmackssache. Also wichtig ist ja, wenn ihr es anhabt, dass es nicht nach außen sich stülpt. Ne? Man kann es auch noch ganz knapp machen. Man könnte auch den Beleg noch kürzen, wenn ihr das wollt. Also das hier wieder reduzieren. Oder man macht es halt wirklich direkt an der Kante hier vom Beleg. Yvonne, ich habe dem Bündchen feine Art à la Petit Doux gemacht. Erzähl mal, Yvonne, was da damit gemeint ist. Ich glaube, ich nähe es mir jetzt mal weiter unten fest. So, mit Abstand. Mit Abstand. Genau, da nähst du es direkt auf der linken Seite entlang des... Entlang des. Ja. Das ist natürlich das Einfachste, um den Abstand zu halten. Man kann natürlich aber auch hier mit einem Abstandshalter zur Kante. Ich kann natürlich auch so. Ja, ja dass so. Man immer, dass man immer. Ich habe ja hier meine Zahl. Das ist ja und das Sichtbare. Ich kann jetzt hier bei 3. Genau. Das geht auch. Dann kriege ich die Nadel. Und da gibt es aber auch noch, hast du sowas? Diesen Magneten? Nee, habe ich diesen, nicht. Aber das, den hier drauf. Ja, den du drauf bappen kannst für diesen Saumhilfe. Saumhilfe nennt sie so. Yvonne, erzählst du uns noch, was die feine Art à la Petit Doux ist? Das würde mich jetzt mal interessieren. Da legst du die geschlossenen Nähte hoch und legst... Nee, legst du die geschlossenen Nähte hoch? Geschlossene Nähte hoch. Verstehst du, was sie meint? Habe ich noch nie gemacht. Und legst. Und ich trenne auf, weil ich den Beleg auf die falsche Seite genäht habe. Upsi. Oh, Biene. Aber auch das passiert. Ja, es passiert. Also, das haben wir wahrscheinlich nicht. Ich meine, das ist natürlich bei diesem hellen Stoff nicht so sichtbar, ne? Rechts auf rechts muss der Beleg natürlich. Das haben wir nicht erwähnt. N-Beleg-Moment. Was ist denn, wenn du jetzt nach oben legst? Den Beleg-Moment. Also, Yvonne, so kann ich dir noch nicht folgen. Müssen wir uns morgen angucken. Genau. Also man kann natürlich auch, das wäre jetzt auch noch eine Variante, man kann natürlich auch den Beleg hier nochmal nach innen wegklappen, ja, dass man auch diese Overlocknaht nicht mehr sieht. Und dann kann man sich natürlich auch so die Breite von dieser Naht nochmal bestimmen. Ich weiß nicht, ob das Yvonne vielleicht genau so meint. Das wäre ja auch gut. So, bei dir hängt es schon wieder, Silke. Also oder ihr gebt mal Feedback. Also vielleicht hängt es ja nur auf meinem Display hier. Den Beleg einmal oben drüber klappst, wieder nach innen, dann ist die Naht verdeckt, knapp kantig abstimmen. Ah ja, Yvonne, ich glaube, das habe ich gerade so gezeigt, oder? Klappst das wieder nach innen, dann ist die Naht verdeckt, knapp kantig abstimmen. Hatte ich in den Stories gepostet. Oh, Yvonne. Yvonne! Welche Story? Schick mir die nochmal. Ich will die nochmal sehen. Ich mach gerade nochmal meine letzten Nadeln raus. Ich meine, mich dunkel zu erinnern, aber vielleicht bin ich auch, erinnere ich mich jetzt nicht mehr ganz. Also ich habe es jetzt hier einmal so breit, man sieht es fast gar nicht abgestückt. Ja, genau. Ja. Mhm. Ja. Mach mal. Danke, Yvonne. So. Gut, dann ist ja eigentlich nur noch Zimmer fertig. Quasi schließen. Seitennähte schließen. Die Seitennähte schließen und da haben wir jetzt halt wieder unsere Raute. Genau. Ja? Da können wir jetzt wieder 1 Zentimeter über der Mitte feststecken. Mhm.
Ja, im Grunde wie in dem anderen Teil, wo ihr die Raute schon mal eingenäht habt. Genau. Bloß, dass ihr jetzt in einem Zuge die Seitennähte schließen könnt. Seitennähte schließen und was trinken. Ja. Yes, Silke. Ich trinke jetzt schon mal. Hallo, Loni. Ja, so. Ja, also komplett Seitennähte schließen. Genau, ich fange jetzt wieder oben an, damit meine Raute nach oben liegt. Nach oben liegt. So, und jetzt hatte man das Thema von vorhin, wo Markierung, ja, die ich nicht übernommen habe. Die ist mit etwa einen Daumen breit über der Raute. Ich gucke gerade noch mal, ob es nach unten hin alles passt, wenn die dann so rumgedreht ist. Oh, was ist das? Die Raute lag zu nah am Getränk. Oh. Hier sieht man noch das Eis hier runterperlen. So. Macht nichts. So, passt aber. Soll ich nähen und du trinkst mal was, so wie Yvonne vorgeschlagen hat? Ich nähe jetzt die Seite und du nähst die andere Seite. Okay. Nicht, dass dann nicht dann ungleich wird, weißt du? So. Eine Daumenbreite fange ich an. Genau. Allerdings muss ich jetzt sagen, will ich ja von unten wieder anfangen. Weißt du? Mhm. Auch gut gesteckt, ist halb genäht, also deswegen dauert es jetzt gerade ein paar Minuten länger. So, ich habe es mir jetzt nämlich komplett festgesteckt. Das ergibt sich da. So, ich fange jetzt unten an, aber es passt, weil ich es mir komplett festgesteckt habe. Also wir haben unten bündig. Arbeiten wir uns jetzt nach oben. Nee, das passt nicht. Was passt nicht? Moment. Da sind wir einzeln wieder drücken. Ich muss noch mal kurz stecken. Das. Das passt. Okay. Das passt unten nicht ganz. Jetzt passt. Jetzt. Da war noch mal eine. So, also unten fangen wir wieder an. Einmal fußbreit. Sie vorhin hat jemand nach deinem Kleid gefragt. Tja, wir machen ja jetzt Sommerpause, Nadja, stimmt's? Aha, ist das die Antwort? Also brauchen wir nochmal ein Sommerkleid hier, hm? Und nach der Sommerpause starten wir natürlich wieder voll durch. Ja. Genau. Und dann gibt's ein Näheres zu dem Kleid, hm? Dann gibt's... Natürlich, die Infos gibt es vielleicht schon vorher für interessierte Probennäher oder so. Gibt es für dieses Kleid. Wir arbeiten natürlich verdeckt im Hintergrund. Bis sowas spruchreif wird. Wir zeigen es euch natürlich immer mal schon, um die Nase lang zu machen. Yvonne sagt, oh ja, gibt es was Neues? Naja, wir bleiben ja nicht stehen, ne? Genau. Wir gehen jetzt erstmal ins Nähcamp, nehmen es mit. Da haben wir nämlich mal Zeit, miteinander zu nähen, was wir nämlich sonst nie haben. So, Keukapfen sagt, ich warte schon auf das Kleid. Stoff liegt von Nähwerk schon bereit. Schon gewaschen. Ja, super. Perfekt. Das sind die Besten hier. Es wird ein Herbstkleid quasi, ja? Also es kommt im September
Und man kann es halt in vielen Variationen nähen. Also auch zum Beispiel als für über eine Jeans drüber, als Blusenkleid. Oder halt jetzt so, wir haben es mit langen Maxi- und Bobo-Kleid, ne? Ja. Von daher kommt es halt im September. Weil jeder sagt, im September haben wir doch kein Kleid mehr. Aber es ist schon wirklich so. Es ist ein Blusenkleid und es sieht auch mega cool aus mit einer Leggings oder sowas, ja? Also schaut mal. Oh, nee, schaut mal nicht. Da muss ich nochmal drüber, da kommt der... Hast du jetzt doch beide Seiten genäht? Nein, ich habe nur eine Seite genäht, ich bin da zu schnell. Aber wir haben, ich habe hier, sehe ich noch ein bisschen von meinem... Da muss ich nochmal drüber. Da sehe ich ein bisschen was von meiner... sag's mir. Yvonne meldet sich wieder freiwillig zum Probenähen. Ach, der, die Arme. Wieso arm? Das hört sich so an wie, oh, okay, ich mach's wieder. Nein, es macht nein. Gern. Yvonne schreibt, mein Name ist Hase und ich weiß noch von nichts. Ich melde mich freiwillig. Genau. Alle sind gespannt. So. Ja, wir auch. Wir nähen ja jetzt erstmal immer so unter uns solche Sachen. Mhm. Aber jetzt mir war es heute zu warm in diesem... So. Blusenkleid. Also, jetzt haben wir unsere Raute auf der einen Seite fest. Und jetzt machen wir sie noch auf der anderen Seite. Mhm. Ja, Nadja? Ja. Ja. Traust du mir das zu? Ja. Oh, jetzt sieht er ja nur mich. Warte, ich drehe euch wieder schon. Ich trinke jetzt mal was. Trink mal was. Warte mal, ich habe ganz viele Nadeln hier gesehen. Ja. Ich stecke einfach im Sitzen. Das ist ja. Wo sind wir denn hier? Hochzeit. Vorder- und Rückteil Hochzeit. Ja? Haut da oben, dann fangen wir doch diesmal oben an. Zack. Und. Ja, genau. Sie wird noch zur Kleidertante. Du hast die ganze Zeit immer nur Kinderkleider genäht, stimmt's? Oder Taschen? Wie war das? Ich glaube eher Kinderbekleidung, oder? So. Und ich mache das jetzt tatsächlich so, wie wir es auch auf dem Hinweg gemacht haben, mhm. Nämlich auf dem Vorderteil, dass ich erstmal die Raute bis zur Ecke einnähe. Du fängst ja jetzt oben am Ärmel an. Genau. Genau. Oben am Ärmel an. Ja. Ich stecke mir dann erst, wenn ich die Raute gedreht habe. Ja. Also ich hatte ja von unten angefangen, weil, wie gesagt, das haben wir euch ja vorhin schon mal erklärt, ich es gern oder wir es gern haben, dass die Raute, es macht es einfacher beim Drehen, wenn die Raute oben liegt. Deswegen fangen wir dann immer von der Seite an, wo es dann am besten ist mit so, der Raute. Und dann wird gedreht und dann könnt ihr euch nochmal stecken. Ja? So. Jetzt kann ja hier auch nichts verrutschen. Genau. Und dann ist die Raute fest. Zack, jetzt stecke ich mal und dann ist es ja gerade runter. Aber auch da bitte nochmal stecken, nicht einfach nur locker flockig runternähen. Nicht, dass ihr es so habt wie Silke vorhin, sagte, oh, da fehlt mir doch ein Zentimeter. Das ist ja, das hat ja dann doch verrutscht. Gepasst. Genau. Da muss man einfach nochmal stecken. Ah ja, siehst du. Mhm. So. Es verteilt sich dann wieder auf die Länge. Ja, weil es halt eben da auch Ecken dran sind, mhm. Wenn du das nicht exakt aufeinander bringst, dann kann sich da auch mal was verschieben. Und das wäre ja dann blöd. Okay.
Ah, siehste, Hochzeit im Oktober, da passt natürlich unser Kleid wunderbar. Auf jeden Fall. Also bis im Oktober ist es da. Da kannst du das dann nähen. Als Gast aber auf eine Hochzeit. Mhm. Ja. Ja, als Hochzeitskleid. Glaube ich nicht. Glaub schon als Gast. So, also, wir schließen die zweite Seite. Und dann haben wir eigentlich nur noch den Ärmel. Und den Saum. Und den Saum. Und bei dem Ärmel habe ich mir ja auch überlegt, ob ich den Ärmel auch mal mit einem Rollsaum umketteln will. Aber ich glaube, ich will es nicht. Nadja, ich glaube, ich möchte bitte, dass du den Ärmel knappkantig umnähst, oder? Ich glaube, das ist schöner. Hast du den versäubert? Hast du auch versäubert, ja. Ja. Einmal oder zweimal? Das ist also einmal reicht mir. Ich habe es immer mit dem Rollsaum gemacht. Ja. Also mit dem an der Nähmaschine den Rollsaum, ja. Und nicht an der Overlock. Ja. Na, willst du die Overlocknaht innen noch sehen oder nicht? Das sieht man ja. Also. Ne? Also ich finde es jetzt nicht so störend. Guckt, wenn man die da noch sieht. Was meint ihr? Wollen wir es doppelt, dass man die nicht sieht, dass es dann halt nochmal so umgeklappt ist? So? Oder nur einfach? Ich bin da jetzt leidenschaftslos. Guckt. Das ist halt, wenn du, ne, das ist ja doch... Ist natürlich wieder sauberer. Schöner, wenn ja. Du das so machst, ne? Ja. Hast du noch eine Schere? Mhm. Eine Schere haben wir genug. Na, dann würde ich das hier nämlich einmal zack. Kürzen. Also wir machen es jetzt doppelt, dass ja. Wir. Kennt ihr das, wenn ihr sowas macht, dass ich dann immer wie so eine kleine, dass sich das immer so ein bisschen mehr, immer mehr einfällt, ja. Aufgrund der Rundung, die du nähst. Wenn es gerade wäre, wäre es einfach. Deswegen fange ich an dieser Stelle, wenn ich das mache und jetzt nicht den Rollsaumfuß verwende, ganz oben an und gehe einmal so runter und einmal so runter. So runter. Ja. Ja, weil wenn du hier unten anfängst und einmal rundum gehst, dann hast du irgendwann dieses Eingetrete. Ja? Und das kriegst du mit Bügeln. Also ein bisschen sieht man es auch da, wenn dann diese Falten fallen. Ja. Kriegst du mit Bügeln da nicht so gut weg. Ja, also die Strecken verkürzen und vor allen Dingen, wenn, dann gleichmäßig verteilen aufs Projekt. So. Habt ihr das verstanden, was die Nadja erklärt hat? Also wenn wir jetzt den ganzen Ärmel einmal umklappen und auch das dann stecken. Und wenn wir dann anfangen, ich sage jetzt mal unten anfangen zu nähen, dann haben wir trotzdem oftmals das Problem, und ich weiß genau, was du meinst, ich kenne das, das habe ich manchmal auch, es verzieht sich irgendwie und es wird dann, du meinst immer, dass du immer weiter, immer mehr einrollst. Mhm. Und deswegen da der Tipp, dass du einfach oben an der Schulter anfängst und dann erst nach vorne hin bis unten einrollst. Oder nach hinten. Also egal welche Richtung, ich sage jetzt mal nach vorne hin einrollst, also nur die Hälfte machst und dann aufhörst und die andere Seite die Hälfte machst. Zumal wenn du es nicht hier oben, also das Eingerollte hast und von unten anfängst, sondern von nach unten, da verschwindet es. Genau. Dann halt, weil dann, sich wirklich, ja. Also es ist ja ein Kreis, also auch dieser Armausschnitt ist ja eine Kurve drin. Und durch diese Kurve und wenn du dann doppelt den Stoff umdrehst, hast du immer... Das Problem, dass in dem Kreis der Radius ist immer mehr oder weniger. Das kennt ihr alle vom Tellerrock nehmen, ja. Und dem Saum, ja. Dass du dann immer ein bisschen Stoffverzug hast, ja. Und hier an der Kante lasse ich das gerade einfach unterm Arm auslaufen. Genau, ja. Da versuche ich jetzt gar nicht über die Naht und hier weiterzumachen, sondern ich lasse es hier auslaufen in die Naht rein. Genau. Also ihr wisst, ja? Und Sabrina schreibt schon. Ja, genau. Weiß genau, um was es geht. Hätte ich auch drauf kommen können. Und jetzt haben wir aufgehört und fangen von der anderen Seite an, ja? Dann lege ich mir wirklich auch den Stoff nochmal auf die andere Seite, auch wenn es ein bisschen umständlicher ist, von der Seite zu nähen. Aber für dieses kurze Stück geht es schon mal.
Und ich mache das. Ja, mit dem Rollsamfuß wäre es einfacher. Aber das ist jetzt natürlich mit... Wir wollen ja aber jetzt auch zeigen, wie es mal ist, wenn man nicht den Rollsamfuß hat. Den haben wir euch ja beim letzten Mal gezeigt. Da haben wir ja unten den ganzen Abschluss. Hier. Ja, genau. Seht ihr ja hier noch bei dem Kleid. Mit dem Rollsaum gemacht. Das ist natürlich noch viel feiner. Ja, bei dem Stoff, der ist ja jetzt nicht ganz so hauchzart. Ja, da haben wir es ja so gemacht. Und hier wollen wir es euch jetzt mal zeigen, wenn man es nicht hat, ja? Ja. Gut, okay. Ärmel Nummer 1 ist fertig und ja, abschneiden natürlich. Genau. Und jetzt haben wir das Problem, sind wir halt jetzt im Gang. Genau. Ja? So, jetzt machen wir noch die andere Seite. Bügelst natürlich alles nochmal. Ich bügel noch den ganzen Abend. Ich bleibe dann noch ein bisschen hier und bügel. Den ganzen Abend bügeln sie noch. Ich bügel noch. So, okay. Wieder eine Seite runter. Das ist die leichtere Seite. Und dann sind wir schon. Dann mache ich noch den Rollsaum, dann sind wir fertig. Mhm. Ich zeige euch noch, ich habe nämlich dann hier schon mal meine Maschine eingespannt, meine Overlock für den Rollsaum. Ja, also das ist hier, den habe ich euch ja schon gezeigt. So ganz schmal umkettelt. Und da mache ich mir so aus diesem Bauschgarn und aus diesem Multicolor-Bauschgarn von Gütermann mache ich mir unten einen Abschluss, einen schönen Abschluss dran. Den habe ich zum Beispiel auch hier an meinem Kleid gemacht. Schaut, den Rollsaum. Also es ist so eine schnelle Variante. Manche sagen natürlich, oh nee, jetzt alles hier einmal umspannen. Will ich nicht, aber ist wirklich eine schöne Sache. Ja, den machen wir jetzt bei mir hier unten auch nochmal als Abstand, als Abschluss. So. Fertig. Ich überlege gerade, warum ich immer hängen bleibe. Du hast zum Beispiel in meinem WLAN alle Balken und ich habe nur 2. So. Und du hast auch 3 Ausschläge, 4 Ausschläge vom, also von dem Netz und ich habe nur 2, 3. Hm. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommt, bei mir auf meinem Account bleibt es immer mal wieder stehen. Aber wir hatten das beim letzten Mal auf beiden. Auf beiden, aber ja. Zum Glück haben wir es diesmal nur auf einem, weil dann ist es ja eigentlich kein Problem, dann kann man ja deins hochladen. Ja. So, genau. Schaut, sie ist fix und fertig. Ich muss auch mal was trinken. Genau, wir wechseln jetzt nochmal und ich mache den Rollsaum. Ich habe mir natürlich jetzt hier unten ja schon versäubert. Das könnte ich jetzt mit der Nähmaschine abschneiden, aber ich schneide es einfach mit der Overlock ab und fahre nach dem... Mit der Nähmaschine abschneiden. Mit der Schere abschneiden. Mit der Schere abschneiden, aber ich mache es einfach mit der Overlock. Gut, also du hast einen 2-Faden-Overlock-Naht angestellt. Ja. Mit einem coolen Bauschgarn. Ich war konzentriert, ich gucke. Ja. Warte, okay. Ich muss mal da noch in der Ecke das auseinanderklappen. Achso, jetzt. Das, was du versäubert hast vorher, wird jetzt einfach abgeschnitten. Ja. Weil man kann das natürlich auch wieder mit einem umgenäht, also so wie wir es am Ärmel gerade gemacht haben.
ich schneide eh immer ein bisschen was ab und so muss ich das jetzt nicht mit der Schere abschneiden, sondern schneide es direkt mit der Oberlocke ab. Genau. Dann gucken wir mal, wie es hier rauskommt. Fein. So ganz dezent doch ein Tupferfarbe. Ja, du hast ja schon heute Abend gesagt, dass das Kleid eigentlich gar nicht zu mir passt. So uni. Und jetzt wird es Trixie-Farbe noch. Mhm. Ja, ja, Silke hat doch, ist doch immer sehr farbenfroh. Ja, jetzt. Und sowas Ton in Ton ist selten ihres. Ja. Ja. Ja, es tut mir leid, ne? Also die Hänger, die haben wir seit ein paar Mal. Und wir wissen nicht, woran das liegt. Ich weiß aber auch nicht, wen ich da ansprechen kann. Ich glaube, da gibt's keinen. Komischerweise haben wir es ja auch bei dir und bei mir. Also es liegt auch nicht irgendwie, dass man jetzt sagt, ich habe hier vielleicht eine schlechtere WLAN-Verbindung oder so. Ja, wir sind ja beide im selben Netz. Nein, ich meine in Mannheim und hier, dass du vielleicht, bei dir haben wir es auch. Ja, ja, ja. Nur komischerweise haben wir es heute wirklich fast immer nur bei mir. Mhm. Bei dir habe ich es jetzt eigentlich noch nicht hängen sehen. Nee, ich auch nicht. So, jetzt bin ich am Jutta Ende. Jutta schreibt, Instagram hat die Algorithmen umgeändert. Ach so, Algorithmen beeinflussen auch die Verbindungsqualität? Ich weiß es nicht. Das kenne ich aber auch noch nicht. Ich war jetzt am Ende, bin ich noch mal so ein bisschen drüber gefahren. Somit habe ich es dann gleich vernäht und kann es eigentlich abschneiden. Genau. Ja? Okay. So. Mein Kleid ist fertig. Deswegen bin ich bei Nadja geblieben. Ja, genau. Schaut. Also ich schneide jetzt innen noch mein Kräuselband zurück. Genau. Und ansonsten passt alles. Dein Mann ruft an. Oh, mein Mann ruft an. Der weiß aber, dass ich im Live nehmen bin. Soll ich ihn wegdrücken? Ja. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. So, wir sind fertig. Unsere Karo ist fertig. Jetzt könnt ihr loslegen. Anziehen, sagt die. Wer? Isabel. Die Isabel. Die Isabel. Ich habe manchmal so Wortfindungsstörungen. Du sollst es anziehen, sagt sie. Ja, dann will ich mal. Warte mal, ich schneide mal die unten noch. Du sollst es bitte, sagt jetzt auch die Yvonne. Ich hätte es euch am Morgen zeigen können. Was mit dir, Luna? Während die Silke sich umzieht? Genau, jetzt kommen die. Aber ja, ich habe sogar schon mein. Ich bin ja schon in Urlaubsstimmung. Also Luna ist wirklich ganz, ganz brav heute dabei gewesen. Die hat mich heute so lautstark begrüßt, dass ich wirklich erschrocken war. Hm? Luni. So. Sie zieht sich um. Bin ich quasi nackig? Weiß ich nicht, ich gucke ja nicht. Ich kraul den Hund in der Zwischenzeit. Du sagst, wenn, wann ich... Ein bisschen Wasser. Und? Ich habe sogar mein Bikini schon drunter. Also ich kann nur jetzt in Urlaub. Ja. Ja, und jetzt so im Urlaub kann das dann rechts und links. Und was meint ihr? Ja. Ich muss mal im Spiegel gucken. Gut? Ja, ich habe noch einen kleinen Verbesserungsvorschlag. Ja, der wäre. Also ich muss es hier nochmal bügeln. Ja, aber hier hast du irgendwie da eine Falte eingenäht. Ja. Ja, aber da müssen wir... So, was aber sonst, ja, das ist alles da. Ja. Da wurde die Falte, die musst du ausbügeln. Die müssen wir ausbügeln hier nochmal. Ja. Genau, aber ansonsten ist doch schön, oder? Super. Schön luftig. Da habe ich jetzt ein bisschen Wasser drin. Aber ist gut. Also, da muss man auch noch mal bügeln hier. Das ist dann das alles, was ihr euch noch mal schön glatt bügeln müsst, ja?
ein schöner Stoff. Ja. Das sieht auch witzig aus hier unten. Jetzt überleg mal, wenn ich im Urlaub schön braun. Na, ich musste jetzt auf die Knie gucken und denke, du Arme. Gell, guck mal, ja. Okay. Ja. Ja? Wenn du schön braun bist, dann sieht das bestimmt mega aus. Ja. Super schön, toll geworden. Schön geworden. Genau. Mhm. Und es ist wirklich so Wohlfühl hier. Ja, es zeigt die Taille, aber es ist nicht so eng. Genau. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, dass ihr sie ganz seht, nicht immer mit abgeschnittenem Kopf. Ja. Genau. Mhm. Finde ich auch. Also, ich bügel es mir noch und dann ziehe ich es morgen an. Okay? Gut. Also, wer jetzt noch Lust hat, die Caro nachzunähen. Ja. Ihr seht, also wir haben jetzt wieder viel geredet, aber sie geht eigentlich relativ schnell. Das können vielleicht auch die, die sie schon genäht haben, bestätigen. Mhm. Ja. Mhm. So. Wer noch bestellen möchte, den Schnitt und Stoff. Genau. Der wie immer, wir machen immer noch bis zum Wochenende, ne? Ja. Oder willst du es verlängern bis zum Urlaub? Wann geht dein Urlaub los? Nee, ich gehe erst am 16. August im Urlaub. So. Ich gehe schon am 1. August in Urlaub. Genau, deswegen. Nee, wir sind noch lange da. Okay. Wir machen erst, ich glaube, am 13. August ist unser letzter Tag hier. Mhm. Ja, also da musst du die Falte wirklich machen. Ja, machen wir nochmal raus. Du musst dann nochmal rausmachen. Du sollst mal die Arme hochheben, bitte. Deine Winkearme zeigen. Ach so. Nein. Arme hochheben, bitte. Und warum? Weiß ich nicht. Ich laufe ja nicht so durch die Gegend. Ich weiß es nicht. Hier vielleicht nochmal zeigen? Was soll ich mit meinen Armen machen? Ich weiß nicht. Ja, geht sehr schnell zu nähen. Ja. Mhm. Welche Größe hast du genäht? 36. 36. Genau. Und ja, ihr habt natürlich dadurch, dass die hier so weit ist, immer noch mehr Anpassungsspielraum. Ne? Wer sich den Gummi noch enger machen will, Silke hat ihn jetzt relativ wirklich sehr wohl aber viel locker. Er liegt schon. Also er ist unter der Brust an. Ja. Du kannst natürlich noch enger machen. Hast du den Stoff vorgewaschen oder geht er ein? Ist die Frage. Den habe ich nicht vorgewaschen, der ist nicht eingegangen. Ja, ist doch super. Ja. Ach so, ja, wegen dem Karo nochmal. Ja. Ja, das fällt natürlich mehr auf, das Karo, ne? Ich zeige es nochmal so, wenn der abgesetzt ist farblich. Ne? Aber ich finde auch so raffiniert. Weil du einfach denkst, okay, wo geht, wo hört das auf hier und dann raffiniert in der Tat. Genau. Sehr gut. Okay, ihr Lieben. Dann war's das. Wollen wir uns mal drehen und mal beide reingucken? So. So, dann sehen wir uns jetzt erst wieder live im September. Oder ihr kommt bei uns vorbei, dann sehen wir uns natürlich hier live. Genau. In den Läden geht's immer. Ja. Da sind wir. Aber wir gehen jetzt hier auf den Kanal, hören wir jetzt erstmal auf mit live und sehen uns dann erst wieder im September. Genau, das Datum wissen wir noch nicht. Hör mal auf, hört sich so machen wir eine Sommerpause, weil wir brauchen auch mal Urlaub. Ja, genau. So wie ihr euch das ja sicherlich auch gönnt. Also auch alle, die in Urlaub fahren, wünschen wir eine gute Zeit. Genau. Aber wie gesagt, bei dir geht ja das Urlaub erst am 15.8. los und bei mir am 1.8. für 2 Wochen. Also wir tauschen uns. Wir gehen zuerst. Genau. Und danach die Silke. Das heißt, es ist immer jemand da. Ja, entweder ich oder sie. So ist es. Ihr habt immer einen Kontakt für unsere Schnitte, für unsere Stoffe, für Beratung und so weiter. Genau. Dankeschön, Caro. Ihr könnt jetzt auch noch bis zum Wochenende gerne noch bestellen. Abend. Komme im Oktober nach Mannheim. Na, das ist doch großartig. Dann wollen wir dich unbedingt sehen. Ja? War schön, die nächste Caro wartet. Oh ja, dann zeig sie uns bitte. Und verlinkt uns am besten alle beide. Dann können wir sehen und teilen und freuen. Und anderen auch zeigen, wie schön die Caro ist. Genau. Ja, danke Yvonne. Denn die Story möchte ich noch gerne nochmal sehen.
Und schönen euch Urlaub. Einen schönen Abend. Euch auch. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Und mitmachen. Ciao. Tschüss.